Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Bei der Bundestagswahl im September kommt es auf uns an. Mit den Landtagswahlen im Frühjahr ist eines ganz deutlich geworden. Die bürgerlichen Kräfte sind zurück und sie mobilisieren alles, was sie haben. Die CDU zeigt ihr wahres Gesicht als Sprachrohr der Konzerne. Sie hört auf, so zu tun, als wäre sie die Sozialdemokratie. Und die FDP scheint zurück. Diese unzählige Kraft eines verrohten Klientels, darauf hätten wir gerne verzichten können. Sie setzen auf Ellenbogen und scheren sich nicht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Lager der sozialen Kälte mobilisiert alles, was es hat. Mit dem Rückenwind aktueller Umfragen tun sie so, als sei die Wiederwahl von Angela Merkel schon gelaufen. Mit dem Ziel, die politischen Auseinandersetzungen um echte Alternativen zu lähmen. 4 weitere Jahre Merkel, vielleicht sogar mit der FDP als Juniorpartner, was hieße das denn? Die Verkäuferin in Stuttgart, München oder Frankfurt wird weiterhin 4 Jahre auf eine bezahlbare Wohnung warten müssen. Die alleinerziehende Mutter mit Hartz IV wird weiterhin am Essen und der Kleidung ihrer Kinder sparen müssen. Die Beschäftigten in der Pflege können sich ihre ausgetretenen Schuhe neu besohlen lassen, um weiterhin im Laufschritt und außer Atem ihre vielen, vielen Patienten zu betreuen. Und die zukünftigen Rentner und Rentnerinnen können schon einmal rechnen, wie sie mit 800 Euro Rente über die Runden kommen wollen. Und die Reichen und die Vermögenden, die können den Champagner schon einmal kalt stellen. Nein, die Wahl ist eben nicht gelaufen, es sei denn, wir gehen diesen Propheten selbst auf den Leim. Merkel und ihre Politik können abgewählt werden. Das geht tatsächlich. In England hätte vor wenigen Wochen auch noch niemand gedacht, dass May die Wahl nicht gewinnen wird. Der kurze Hype um Schulz hat eines ans Licht gebracht. Viele Menschen merken, dass es in unserem Land nicht gerecht zugeht. Sie hatten gehofft, Schulz macht endlich wieder sozialdemokratische Politik. Mit nur wenigen Auftritten hat Schulz diese Hoffnung von Millionen Menschen geweckt und sie dann jämmerlich enttäuscht. Ganz zu Beginn hatte er noch gute Überschriften, aber es folgte nichts, kaum konkrete Konzepte, wenig Mumm. Und dann wurde es völlig abwegig. Ralf Stegner und Hannelore Kraft erklärten, die Linke solle aus den Landtagen herausgehalten werden. Ja, geht's noch? Wer etwas Verstand besitzt, für den muss es das wichtigste Ziel sein, die AfD aus den Landtagen und aus dem Bundestag herauszuhalten. Es geht doch um einen Richtungskampf gegen die Rechten und nicht gegen die Linken. Und als Schulz dann begann, sich bei den Unternehmern einzuschmeicheln und um die FDP herumzuschwänzeln, da hat er jede Glaubwürdigkeit verloren. Soziale Gerechtigkeit ausgerechnet mit der Partei, die Steuersenkungen für Besserverdienende und ein schlechteres Arbeitsrecht fordert? Wer mit der FDP soziale Gerechtigkeit verhandeln will, der glaubt vermutlich auch, dass Donald Trumps goldene Locke in Wirklichkeit ein Heiligenschein ist. Nein, die SPD hat leichtfertig und verantwortungslos ihr bisschen Mut über Bord geworfen, anstatt die Segel zu hissen
für einen Politikwechsel. Wie unter Gabriels Kommando schlingert sie in der Bugwelle von Union und FDP. Und das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir schmeicheln uns nicht ein. Wir bieten den bürgerlichen Kräften der Interessensvertretung der Reichen und Vermögenden die Stirn. Wir feiern in der nächsten Woche unser 10-jähriges Jubiläum als die Partei Die Linke. Wir kämpfen. Ja, sehr gut. Es hat schon linke Parteien gegeben, die kürzer gelebt haben. Wir kämpfen seit unserem Bestehen für einen klaren und radikalen Bruch mit der neoliberalen Politik der letzten 25 Jahre. Und das wird auch so bleiben. Und das ist dringend nötig. Deutschland liegt bei den gesetzlichen Mindestlöhnen im unteren Mittelfeld. 11,12 Euro in Luxemburg. In Frankreich 9,61 Euro. Deutschland liegt hinter Nordirland. Und ich sage, statt bei den Exportüberschüssen Jahr für Jahr Weltmeister zu sein, wäre es höchste Zeit, mal bei den Löhnen und bei den Mindestlöhnen an der Spitze zu stehen. Und deshalb brauchen wir dringend einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. Betriebsräte einer bekannten schwäbischen Automobilfirma, ihr könnt raten, wer das ist, erzählten mir folgende Geschichte. Ein Beschäftigter in der innerbetrieblichen Logistik verdiente, wenn er vor 2004 eingestellt wurde, 4.400 Euro. Dann hatte die Firma Leiharbeiter geholt. Denen bezahlte sie 3.300 Euro. Das ist immer noch ganz stolz, aber 1.100 Euro weniger. Heute erledigt diese Arbeit eine Werkvertragfirma und bezahlt 1.700 Euro. Das ist eine Entwertung der Löhne um über 60% für die gleiche Arbeit. Man kann auch Enteignung dazu sagen oder Ausbeutung, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist der Grund, dass 40% der Beschäftigten heute keinen Euro mehr verdienen als vor 20 Jahren. Das untere Zehntel verdient sogar 10% weniger. Und das, obwohl der Reichtum größer geworden ist und die Gewinne in die Decke geschossen sind. Und wer das ernsthaft ändern will, der muss mit uns zusammen den Kampf gegen die Seuche der prekären Arbeit führen. Wir wollen Schluss machen mit Leiharbeit, dieser modernen Form der Sklaverei. Wir wollen Schluss machen mit Tarifflucht und Sozialdumping durch Werkverträge. Wir wollen Schluss machen mit ständiger Unsicherheit durch Befristungen und unfreiwillige Teilzeit. Es muss endlich aufhören, dass Menschen zu Hungerlöhnen im Niedriglohnbereich arbeiten müssen. Der Arbeit ihren Wert nehmen, sie auf Nützlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu reduzieren, das ist der Kern neoliberaler Politik. Es war einmal normal, Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu bekommen. Im Freundeskreis eines Kollegen von mir bekommt niemand mehr Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wie konnte es geschehen, dass diese Errungenschaft für über die Hälfte der Beschäftigten weg ist? Es gab Phasen, da war die Humanisierung der Arbeitswelt Programm bei den Parteien und Unternehmen. Heute ist es Rechtlosigkeit und Willkür. Oder wie sollten wir es sonst nennen, wenn nur noch für die Hälfte der Beschäftigten Tarifverträge gelten oder nur noch in einem Viertel der Betriebe Betriebsräte gewählt werden?
Arbeit ist niemals nur Lohnerwerb. Wer sagt, Hauptsache Arbeit würde genügen, hat nichts, aber auch gar nichts von den Kämpfen der Arbeiterbewegung verstanden und auch nichts davon, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Deshalb ging es und geht es immer um befriedigende, sinnvolle Arbeit. Es geht darum, mehr Zeit zur eigenen Verfügung zu haben. Für Kinder, für Freunde, für die Selbstverwirklichung, für Kultur, um die Welt kennenzulernen, aber auch um sie zu verändern. Wann haben wir Ihnen die Vollmacht gegeben, Tag und Nacht über uns zu verfügen, die Arbeitszeit immer mehr zu entgrenzen und ständig zur Verfügung zu halten? Wir wissen, dass wir im Kapitalismus unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, aber uns doch nicht mit Haut und Haaren mit, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass die Arbeit wieder mehr Wert bekommt. Respekt und Würde vor jedem Einzelnen dürfen eben keine Fremdwörter in den Betrieben sein. Es muss wieder normal sein, dass Tarifverträge gelten und die Arbeitnehmer sozialversichert sind. Es muss wieder normal sein, dass jeder seine Zukunft selbst planen kann. Es muss doch normal sein, dass jeder auf seine Arbeit Einfluss hat und Arbeit und Leben in Einklang bringen kann. Und deshalb wollen wir eine neue Initiative zur Arbeitszeitverkürzung. 30 Stunden sind genug, liebe Genossinnen und Genossen. Und wer wenig verdient und prekär arbeitet, hat im Alter kaum Sicherheiten. Wenn ab 2030 mehr als die Hälfte der Neurentner nur noch eine Rente knapp über der Grundsicherung von 800 Euro bekommt, dann ist das ein einziger Skandal. Die Rentenansprüche ganzer Generationen werden geraubt. Millionen von Menschen müssen mit Altersarmut rechnen. Um das zu verhindern, brauchen wir dringend eine armutsfeste Mindestrente von 1.050 Euro. Außerdem muss gelten, dass die Rente wieder den Lebensstandard sichert. Ich bin überzeugter Gewerkschafter. Ich begrüße es sehr, dass die Gewerkschaften eine Rentenkampagne gestartet haben. Aber sie ist mir viel zu defensiv. Es reicht eben nicht aus, die Rentenkürzung zu stoppen und das Rentenniveau wieder auf 50% zu erhöhen. Über die 48% der SPD lohnt es sich nicht zu reden. Das ist mehr als dürftig. Mehr Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit unserer Forderung nach 53% würde ein Durchschnittsrentner immerhin 139 Euro mehr bekommen. Aber für die Verkäuferin, den Arbeiter bei Amazon, für die Altenpflegerin und für Millionen Beschäftigte mit kleinem Einkommen ist das noch zu wenig. Deswegen wollen wir ihre Rentenansprüche aufwerten. Für die Verkäuferin hieße das 270 Euro mehr im Monat. Und das ist dringend notwendig, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass Rentner und Rentnerinnen im Osten fast 30 Jahre nach der Vereinigung für die gleiche Lebensleistung immer noch weniger Rente bekommen als im Westen, das ist ein unverschämter Wahlbetrug von Frau Merkel. Damit werden wir uns nicht abfinden. Und es wird auch höchste Zeit, dass der Schwindel der Riester-Rente abgeschafft und wenigstens wieder die paritätische Finanzierung eingeführt wird. Der,
Der Rentenkahlschlag der letzten Jahre hätte längst alt und jung, Ost und West, auf die Straße treiben müssen. Es ist noch nicht zu spät dafür. Machen wir diese Bundestagswahl zu einer Abstimmung über die Rente. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wer in unserem Land davon spricht, dass es keine Verwahrlosung gibt, der sollte öfters mal eine Toilette in den Schulen aufsuchen. 300.000 Kita-Plätze fehlen und mindestens 70.000 Erzieherinnen. In den Schulen steht der Unterrichtsausfall auf dem Stundenplan, weil ausgebildete Lehrkräfte fehlen. Es ist unglaublich, dass heute weniger Arbeiterkinder die Universität besuchen als in den 70er Jahren. Sportunterricht fällt aus, weil Decken in den Turnhallen einsturzgefährdet sind. In manchen Universitäten finden Studenten nicht einmal mehr Stehplätze. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, steht aber bei der Qualität der Gesundheitsversorgung gerade mal an 20. Stelle, noch hinter Slowenien. In Norwegen betreut eine Krankenpflegerin durchschnittlich 3,8 Patientinnen und Patienten. In Deutschland sind es 10,3. Das macht das Personal und die Patienten krank. Kaum eine Krankenpflegerin glaubt, gesund in Rente gehen zu können. Und deshalb unterstützen wir die Gewerkschaft Verdi, wenn sie zum Streik für eine tarifliche Personalbemessung aufruft. Deshalb kämpfen wir an Ihrer Seite für 100.000 Pflegekräfte mehr und für 162.000 Beschäftigte mehr in den Krankenhäusern. In der Altenpflege ist es noch schlimmer. Immer mehr Menschen müssen sich verschulden, weil sie die steigenden Pflegekosten nicht mehr stemmen können. Lasst uns gemeinsam Druck machen für gute Gesundheitsversorgung und gute Pflegen. Pflege darf nicht nur aus Waschen und Füttern bestehen. Lasst uns eine Pflegeversicherung schaffen, die alle Leistungen abdeckt und die einen Lebensabend in Würde und Respekt ermöglicht. Und wir wollen endlich Schluss machen mit der elenden Logik des Wettbewerbs. In diesen Bereichen haben Markt und Wettbewerb nichts verloren. Kinder sind kein Wettbewerbsfaktor und mit Krankheit macht man keinen Profit. Und was mich unsäglich aufregt, ist, dass bei uns soziale Arbeit so schlecht bezahlt wird. Es ist kein Zufall, dass in allen schlecht bezahlten Berufen vor allem Frauen arbeiten. Das ist Diskriminierung in Reinform. Für gleichwertige Arbeit müssen Frauen wie Männer gleichen Lohn bekommen. Kaum zu glauben, dass wir darüber im Jahr 2017 noch diskutieren müssen. Ich bleibe dabei, wir stehen fest dazu, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss endlich Wirklichkeit werden. Liebe Genossinnen und Genossen, wenige werden immer reicher und das Öffentliche verarmt. Das sagt alles über die Politik der letzten 20 Jahre. Unsere Idee ist eine völlig andere. Wir wollen Wohlstand für alle und zwar gleichberechtigt. Egal, ob du Hartz-IV-Bezieherin bist, Alleinerziehende oder Professorin, alle erhalten gleichermaßen gebührenfreien Zugang zur Bildung von der Kita bis zur Uni.
Deshalb fordern wir öffentliche Investitionen von 120 Milliarden Euro in Bildung, Erziehung, Gesundheit und öffentliche Infrastruktur. Statt den zukünftigen und heutigen Generationen eine öffentliche Infrastruktur unter aller Sau zu hinterlassen, zeigen wir, es geht auch gerecht für alle. Und die verheerenden Folgen der Marktgläubigkeit sehen wir beim Wohnungsbau. Über Jahrzehnte wurde der soziale Wohnungsbau fast auf Null zurückgefahren. Gefördert wurde hauptsächlich der Bau von Eigentumswohnungen und Luxusobjekten. Öffentliche Wohnungen wurden im großen Maßstab privatisiert. Den Spekulanten wurde Tür und Tor geöffnet. Die Folgen sind dramatisch. Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Ballungsräumen gleicht einer Lotterie. Die Mieten sind durch die Decke geschossen. Die hilflose Mietpreisbremse der Großen Koalition ist wirkungslos verpufft. Die Mehrheit der Mieter wird gerupft, um einer Minderheit der Immobilienbesitzer die Kasse zu füllen. Wir machen drei Dinge. Erstens, wir stoppen die Mietpreiserhöhungen. Zweitens, wir schaffen bezahlbare Wohnungen, das aber gemeinnützig in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand. Die Sozialbindung endet eben nicht nach 15 Jahren, sondern muss unbefristet bestehen bleiben. Und drittens, wir verbieten die Spekulation. Und unser Programm ist eine klare Kampfansage an mächtige Teile des Kapitals, die alles in Waren und Profit umwandeln wollen. Es ist eine klare Absage an Privatisierung und ein flammendes Plädoyer für die Stärkung öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums und für die Demokratie. Die Städte und die Kommunen müssen denen gehören, die darin leben. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist Wahlkampf und auf einmal versprechen fast alle Parteien mehr zu investieren. Die Union natürlich in die Wettbewerbsfähigkeit, also zugunsten der Konzerne. Martin Schulz fordert mehr öffentliche Investitionen, soweit so gut. Aber gleichzeitig scheut die SPD wie der Teufel das Weihwasser, wie sie das denn bezahlen will. Eine Vermögensteuer hält sie für Ideologie. Aber da, liebe Genossinnen und Genossen, fängt der ganze Schwindel an. Ohne Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums sind alle Versprechungen Schall und Rauch. Und in den vergangenen Jahren wurden die Reichen gepudert wie in kaum einem anderen Land. Der ehemalige VW-Manager Winterkorn hat seinen Konzern fast an die Wand gefahren. 5.000 Leiharbeiter wurden nach Hause geschickt und er kassierte dafür 17 Millionen Euro. Und das reichte ihm noch nicht. Er sicherte sich auch noch eine fürstliche Altersversorgung. 3.000 Euro am Tag. Es erstaunt schon, dass sich diese Leute trotzdem noch jedes Privileg genehmigen. Sie greifen die Dienstwohnung ab, die vielen Geschäftsessen und die satten Boni. Und während Winterkorn mit gefälschter Dieseltechnik Kunden betrog und die Luft verpestet, lässt er sich auch noch die Heizkosten für seinen wertvollen Fischteich von VW bezahlen. Aber die Winterkorns und andere Manager, die Millionen Gehälter kassieren, sie sind noch nicht einmal die wirklich Reichen in diesem Land. Die gerade noch an der Pleite vorbeigeschrappte Deutsche Bank hat letztes Jahr 30 Milliarden Boni ausbezahlt. Und in ganz anderen Dimensionen verdienen diejenigen, die die großen Aktienpakete besitzen. Katja hat es gestern gesagt, Frau Glatten, eine Erbin des Grandvermögens, bezieht Dividenden und Einkünfte in Höhe von 960 Millionen Euro. Dagegen ist Winterkorn ein armer Schlucker.
dass die CDU oder gar die FDP sich verweigern, von diesen Leuten gerechte Steuern zu verlangen, ist nichts Neues. Aber dass jetzt auch die SPD vor deren Einfluss zu Kreuze kriecht, ist nicht einmal mehr ein Trauerspiel, das ist blanker Zynismus. Gut, wer mit der FDP ins Bett will, kann nicht ernsthaft Reiche besteuern wollen, aber vorher schon auf die Mitfinanzierung des gemeinsamen Schlafzimmers zu verzichten, ist schon besonders dämlich. Und im Gegensatz zur SPD meinen wir es ernst mit der sozialen Gerechtigkeit. Mit uns wird es keinen Verzicht auf eine Vermögensteuer geben. Liebe Genossinnen und Genossen, die von Merkel und von der Leyen mitgetragene Erhöhung des Rüstungsetats auf 2% des Bruttosozialproduktes kostet über 100 Milliarden bis 2025. Ja, sind die denn völlig verrückt geworden? Für dieses Geld kannst du viele Kitaplätze, neue Pflegestellen mit besserer Bezahlung finanzieren. Und da wäre das Geld tausendmal besser aufgehoben, als Tornados und Panzer dafür zu bezahlen. Und viele Menschen denken, neben den Allverrückten wie Trump, Orban oder Erdogan ist Merkel geradezu die Ausgeburt der Vernunft. Es ist ja auch völlig verrückt, dass Trump mit Saudi-Arabien ein Waffengeschäft von 110 Milliarden abschließt. Und zugleich mit denen, die den Islamischen Staat finanziert haben, eine Koalition gegen den Islamischen Staat bilden will. Aber es ist doch genauso verrückt, wenn wir immer noch Panzer nach Saudi-Arabien liefern. Und auf die hochgefährliche und teils irrationale Außenpolitik von Donald Trump mit dem Vorschlag einer europäischen Interventionsarmee zu antworten, das ist nicht vernünftig, sondern brandgefährlich. Wir brauchen keine Aufrüstung und Militarisierung, sondern Abrüstung und Friedenspolitik. Die Linke steht auf zwei Beinen. Das eine ist soziale Gerechtigkeit, das andere ist Frieden. Wenn ein Bein abgeschlagen ist, kann man auf dem anderen nicht mehr gehen. Deshalb wird es mit uns keine Kampfeinsätze der Bundeswehr geben, auch nicht als Eintrittspreis in eine Regierung. Liebe Genossinnen und Genossen, Trauer, Wut und Mut liegen manchmal nah beieinander. Die Bilder vom Gipfel der G7 haben mich traurig gemacht. Während die Regierungschefs im Luxushotel aufs Meer schauten, kämpften Hunderte von Geflüchteten gegen die Wellen ums Überleben. 4.579 Menschen sind im letzten Jahr auf der Flucht im Mittelmeer gestorben. Auch deshalb wollen wir nicht das Europa von Frau Merkel, das Europa der Abschottung gegen Geflüchtete. Wir wollen ein Europa der Menschlichkeit und Solidarität. Und gestern wurde es betont, so wie die Berufsschüler von Nürnberg, sie haben nicht weggeschaut, als ihr afghanischer Mitschüler in den fast sicheren Tod abgeschoben werden sollte, sondern haben sich vor ihn gestellt. Das ist gelebte Solidarität. Das verdient unseren Respekt, Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich brauche noch eine Minute.
Wir können sehr selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf gehen. Wir haben ausgearbeitete und durchgerechnete Konzepte. Selbst die FAZ musste anerkennen, dass die Linke das einzige durchgerechnete Steuerkonzept hat. Wir können genau sagen, dass bei uns eine Verkäuferin 130 Euro mehr bekommt und ein Facharbeiter 200 Euro. Und wir sagen klar, wie wir den Sozialstaat wiederherstellen wollen, wie wir das finanzieren. Und wer in dieser Gesellschaft für soziale Gerechtigkeit und Frieden kämpft, hat uns an seiner Seite. Wir stehen an der Seite der Flüchtlingshelferinnen und Helfer und wehren uns gegen die Verschärfung des Asylrechts. Wir unterstützen die vielen Bündnisse gegen rechts und überlassen den Faschisten nicht die Straßen und nicht die öffentlichen Plätze. Und wir unterstützen die Beschäftigten im Einzelhandel, die gerade um höhere Löhne und für einen allgemeinen Tarifvertrag kämpfen. Wir kämpfen mit den Mieterinitiativen gegen die Gentrifizierung und für bezahlbare Wohnungen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, kommt es auf uns an bei dieser Bundestagswahl. Dieses Land braucht eine starke Linke. Wir bieten den neoliberalen Kräften die Stirn. Wir haben den Mut, uns auch mit den Reichen und Konzernen anzulegen. Wir streiten für einen wirklichen Politikwechsel, nicht nur für einen Regierungswechsel. Wir lassen aber SPD und Grüne nicht aus der Verantwortung. Am Montag gehen wir raus und kämpfen gegen die Lähmung, gegen das Weiter-so, für eine Gerechtigkeitswende, für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus